Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Jetzt, wo ich die Musik höre, eins der Videos wurde sogar geclaimed hier von der Mod-Musik. Ist trotzdem nicht schlimm. Ich meine, bei mir hat ja, solange es freigegeben ist, ist es ja nicht schlimm, wenn es geclaimed wird. Ich verdiene ja eh kein Geld mit den Videos. Das ist halt der Vorteil, ne, den ich im Gegensatz zu beruflichen Leute habe, dass wenn dann irgendwer claimt wegen der Musik, dass das dann kein No-Go ist, sondern dann kann das Video einfach online bleiben, weil dann kriegt halt der auf ein nicht monetarisiertes Video das Geld von Monetarisierung. Was ist denn hier wieder los? Wer prügelt sich hier? Okay, es sind zwei der Gäste, beziehungsweise der Flüchtlinge. Wir müssen hier auch noch weitere Schnecken freilassen. Wird gemacht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf die Kommentare ein. Ich muss ein bisschen früher aufnehmen als sonst. Und die Folgen müssen was kürzer sein. Denn ich muss gleich schon zur Nachtschicht. Und ich kann in meinem Frei nicht aufnehmen, weil ich theoretisch keinen Frei habe, weil wieder so viele Leute krank sind. Ihr Uranil braucht Therapie. Hallo, wer therapiert? Und was wird therapiert? Die Beleidigung. Aber das Gute ist, naja, da kann so schön sozial trainieren. Oh ja, so muss das sein. Achso, ja, Kommentare wollte ich ja machen. Also, von Nayada. Hi, du könntest anstatt, dass sie nach draußen wollen, deine Religion reformieren und Tunnelgräber. Mal unten auf der Leiste auf die Glühbirne klicken und dann auf reformieren. Aber ich will ja gar nicht reformieren. Das will ich ja gar nicht. Außerdem kann ich das hier nicht. Ich könnte... Könnte man mit der Reformation auch diese Religion auslöschen? Weil das ist ja die Hauptreligion. Also soll sie sein. Und für eine Reform brauche ich 10 Punkte, die ich nicht habe. Und eigentlich will ich die ja auch gar nicht reformieren. Ich meine, das war ja extra so gewählt, dass wir nicht den Tunnelgräber haben. Weil wenn wir jetzt hier in der Höhle den Tunnelgräber machen, dann haben wir überhaupt keine Probleme mehr mit Bedürfnissen. Gut, durch die Therapie. Ja, wir haben trotzdem permanenten Debuff, ne? Wegen den Pilzen und im Untergrund. Naja, machen wir weiter im Text. Forschen. Da geht mir ein Licht auf. Ach nee, da fehlt ein Licht. Selber gemerkt. Super. Ich weiß nicht, ob das noch war, als der hier stand, aber wir haben die ja nach drinnen gemacht. Beziehungsweise hier zählt ja auch als drinnen. Ja, die haben noch einiges zu tun hier mit Glätten. Aber es läuft ja. Weiter im Text. So.
So, der ganze Müll auf dem Boden könnte auch ein Problem sein. Und das Forschen nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Rimworld ist, glaube ich, mit 60 FPS begrenzt. Naja, Rimworld ist nicht für diese 1 Milliarde Mods ausgelegt. Eine Wundinfektion, das ist gar nicht gut. Wenn du eine Wundinfektion hast, dann bleib gefälligst hier liegen, bis du geheilt bist. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Noch ist es rot. Was ist sein Problem? Achso, ja, der hat sich geprügelt. Was ist denn hier mit den Pilzen passiert? Wir brauchen immer noch Loks. Aber wir haben hier ganz viele Loks. Ich glaube, es fehlt an Pilzen. So, der Müll ist jetzt auch weg, aber mittlerweile können die auch forschen und die Frames funktionieren. Vielleicht lag es tatsächlich hier an dem ganzen Dreck. Wer weiß. Naja, machen wir weiter im Text. So, moin moin, Erster, und ich will nicht wegen eines Pilzes sterben. Warum bist du denn jetzt wegen eines Pilzes gestorben? Habe ich was verpasst? Haben Pilzmonster angegriffen? Ich weiß es nicht mehr. So, bei Folge 13. Naja, weiter im Text. Faster Smoothing 1.4 zum schneller Glätten der Böden und Wände. Den Mod habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Gucke ich mir vielleicht nochmal an. So, und Dub Skylight Glass plus Light Patch. Die Mods wären vielleicht auch was für deine Kolonie. Weiß aber nicht, ob die sich mit dem Tunnel-Mod beißt. Und da die auch Glas benötigen, weiß ich auch nicht, ob noch ein Mod gebraucht wird. Der hat die meistens mit selber dabei, bei den Dubs-Mods. Ich habe den auch, ich habe den nur nicht aktiv. Zumindest den Skylights, den Lights Patch habe ich nicht drin, aber den würde ich ungern nehmen. Weil es soll ja noch immer eine Herausforderung sein, wenn ich nachher hier alles mit Glasdächern machen kann, wenn das überhaupt funktionieren sollte, das weiß ich gar nicht. Dann kann ich ja wieder alles anpflanzen oder so und muss dann nicht, wenn ich was Besonderes anpflanzen will, alles in sag schon, Hydrokulturen bauen und so. Klar, man kann sich's auf jeden Fall damit einfacher machen, aber das nimmt ja auch irgendwie den Sinn weg. Wobei ich jetzt zurzeit gerade nicht sagen würde, dass es sehr herausfordernd wäre. Hör mal, bei dir, du brauchst eine Behandlung. Du bist zwar gelb, das heißt aber nicht, dass du einfach so rumlaufen sollst. Es kann sich auch ganz schnell wieder drehen. Zumindest wenn nicht gut verarztet wurde. Deswegen warten wir am besten noch, bis es grün ist. Sonst haben wir nachher nämlich die Flüchtlinge gegen uns.
Das muss ja nicht sein. Haben wir noch eine Tierkrankheit. Ich brauche für die Tiere aber noch einen Schlafplatz. Ich finde eigentlich hier die Ecke hier oben ganz okay. Damit die Tiere schön im Dreck schlafen können. Was ist denn hier passiert? Das gibt's doch nicht. Hat sich hier einfach wieder so eine Leuchtblume reingeschlichen. Das Essen geht uns aus. Das ist aber nicht gut. Ich glaube, wir können den hier langsam entfernen. Wir haben dann halt eine Dryade, die gegen uns ist. Wir schlachten die. Das hier wird einen starken Debuff geben. Der ist immer noch nicht über den grünen Berg, sagen wir mal so. Aber immerhin auf dem gelben Messer. So, jetzt kann der Baum hier entfernt werden. Das wird einen Debuff geben. -15. So, wo ist der Graupelweizen? Hier ist der Graupelweizen. Der wird wieder hier hingepflanzt. Und diesmal kriegt Don Cravallo ihn. So, Don Cravallo. Boah, das ist aber hier viel, du. Das ist aber hoch. Komm schon. So, machen wir mal die Autobeladung.
Don Cravallo. Ha! Erwischt. So, und wir nehmen natürlich wieder die Beeren. Viel Spaß, Don Cravallo. So, du bist beladen. Also, tschüss. Und wir haben einen Neuling. Wir haben hier zwei Berserker und dann einen, der Fernkampf kriegen kann. So, also erstmal. Der gehört auch einer falschen Religion an, das gibt's ja nicht. Kriegt er Arbeiter. Er kann er kann bauen. Stellen ihn erstmal ein. Er hat noch keine Fernkampfwaffe, die wird er aber noch kriegen. Und Handwerk. Okay, so, wir brauchen eine Fernkampfwaffe. Das heißt, wir erstellen mal kurz einen Bogen für ihn. So, und dann würde ich sagen, geben wir den Namen. So. Einmal würfeln. Eine 71. Durch 3. 23,6. Ist jetzt die Frage, runden wir oder runden wir nicht? Dann nehmen wir die 23. Willkommen, Ismail. Haben wir jetzt hier ein Bett frei, das heißt danach dürfen erstmal keine weiteren dazukommen, außer sie sind ne Dings. Ja, Don Cravallo hat hier auf jeden Fall erstmal was zu tun. Aber krass, dass hier alles voller den Blumen ist. Die Schnecken alle natürlich einschnecken. So, ich muss leider die Folge jetzt schon beenden.
damit das zeitlich alles klappt. Also das heißt, die nächsten 5 Folgen, das werden alle eher so um die 20 Minuten werden. Und wir brauchen dringend Essen. Also bis dann. Ciao!